zu den Hauptaufgaben, die sich Firma Globkor stellt, gehört die Mission zum Umweltschutz. Unser Ziel ist, das Abwasser vollständig von Schwermetallen zu reinigen. Derzeit ist der Schutz der Umwelt von verschmutztem Abwasser eine der größten Herausforderungen in der ganzen Welt. Auf der Erde gibt es genug Wasser, aber sehr wenig sauberes Süßwasser. Das Wachstum der Städte, die rasche Entwicklung der Industrie, die Intensivierung der Landwirtschaft und die deutliche Ausweitung der bewässerten Flächen, die wachsende Zahl von Mülldeponien und das Fehlen einer vollständigen Wassernutzungskultur erschweren das Problem der Bereitstellung von sauberem Wasser zunehmend. Eine der wichtigsten Arbeitsrichtungen zum Schutz von Wasserressourcen ist die Einführung neuer technologischer Produktionsverfahren und Übergang zu geschlossenen Wasserversorgungskreisläufen, bei denen technische Abwasser nicht eingeleitet, sondern in technologischen Prozesse wiederverwendet wird. Geschlossene Kreisläufe der industriellen Wasserversorgung ermöglichen es, Abwasser, das in Oberflächengewässer eingeleitet wird, fast vollständig zu beseitigen und frisches Wasser nur minimal zu verwenden, um nicht behebbare Verluste aufzugleichen. Firma Globkor legt großen Wert auf die Verbesserung der Effizienz der Nutzung von Industrieabwässern und anderen Rohstoffen und bietet AVS-Anlagen zum Abwasserreinigung und CMM-Anlagen zur Regeneration und Reinigung von Transformator- und Industrieöle. Die AVS-Anlagen von Globkor sind bei der Abwasserreinigung von Schwermetallen unersetzlich. In der Landwirtschaft kann man diese Geräte zur Reinigung von Bakterien, Würmereier sowie zum biochemischen und chemischen Absorption von Sauerstoff verwenden. Die Regenerierungsmethode bei AVS-Geräten ist im Vergleich zu den derzeit weltweit üblichen Standardmethoden effizienter und wirtschaftlicher. Wenn also Abwasser mit den Reagenzmethoden auf die AVS-Anlage behandelt wird, liegt die Verwendung von Reagenzen unter der stöchiometrischen Norm, was ihren Verbrauch erheblich reduzieren kann. Der Stromverbrauch wird im Vergleich zu anderen Methoden, Ionenaustausch oder Elektrolyse, erheblich reduziert. Die kompakte Größe des Geräts verhindert einen Platzbedarf. Mobiler Komplex zur Abwasserreinigung AVSK. Diese Kläranlage AVSK ermöglicht die Durchführung einer hocheffizienten Abwasserreinigung von Schwermetallen. Die Anlage besteht aus folgenden Elementen. Nummer 1. Elektromagnetische Vorrichtung mit ferromagnetischen Arbeitselementen, die aus zwei Blöcken, einer Steuereinheit und einer Bedieneinheit bestehen. Nummer 2. Zwei Behälter mit Dosierpumpen und Rührwerken für Zufuhr von Reagenzen. Nummer 3. Das Reaktionsgefäß, was notwendig ist, um die Reaktionszeit des behandelten Abwassers mit Reagenzen zu verlängern. Nummer 4. Versorgungspumpe. Nummer 5. Tank für Vorbereitung von Reagenzen, bevor die ins Arbeitseinheit kommen. Nummer 6. Tank zum Probeentnahme und zum Einfangen von ferromagnetischen Arbeitselementen. Mit diesem Komplex können Sie den gesamten Arbeitszyklus der Abwasserbehandlung aus Schwermetallen durchführen. Dieser Komplex ist mobil und kann von Objekt zum Objekt transportiert werden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.globkor.com.